Okay, willkommen zu Let's Play Pokémon Misty Melange. Kurz ist Dunkelheit. Part 2. Kapitel 2. Die neuen Gildenrekruten. Das passt doch jetzt. Hier ist die Turtelduft-Gilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man seinem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Okay, das kann ich mir noch so bald merken. Oh je. Irgendwas an diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Nein, diesmal ist Nightmare bei mir. Ich darf nicht feige sein! Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Plinfa. Der Fußabdruck ist von Plinfa. Da! Nein, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst eintreten! Du hast jemanden mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los! Fußabdruck zeigen! Du bist wahrscheinlich gemeint, Nightmare. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Und was machen Geist-Pokémon? So wie in New Block. Oder generell welche, die keinen Fußabdruck haben sollten. Das ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht hindurchfallen. Trotzdem, sehr seltsam. Es sieht aus, als würde da jetzt einen Fuß kitzeln oder so. Hey du, Fremder! Stell dich auf das Gitter! Los! Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wer ist ein Fußabdruck? Wer ist ein Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... Der Fußabdruck ist von... was ist los? Wache! Wache! Was ist los, Wachpostendiktor? Der Fußabdruck ist... Vielleicht ist er von Feuerriegel. Vielleicht von Feuerriegel. Was? Vielleicht? Aber so einen Fußabdruck sieht man hierfür gewöhnlich nicht. Ach, faule Ausrede! Die Fußabdrücke von Besuchern zu bestimmen. Das ist doch ein... der... Bläh. Ja, genau das. Das ist doch dein Job, Diktor, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn nicht. Was? Streiten Sie etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, es stimmt schon, man sieht in dieser Gegend keine Vorregel, aber du scheinst nicht böse zu sein. Ich finde seine Aussprache eben komisch. Okay, das reicht. Eintreten! Oh Mann. Ich bin ganz nervös und hibbelig. Und da bin ich froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Also ich bin wahrscheinlich panisch im Kreis drin. Das ist eine Luke, die nach unten führt. Und runter. Ach, wie schön. Wow! Ach, sieht ja nett aus. Das ist also die Turtelduft-Gilde. So viele Pokémon, ob sie überall zu Erkundungsteam gehören? Was werden sie wohl sonst hier machen? Einfach nur rumgammeln? Verzeihung? Hi. Ihr beide seid gerade reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plauderei. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die Rechte für Gildemeister Turtelduft. Und nun, Kusch, verlassen unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und Arbeit umfragen. Wenn ich bitten darf? Nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass sich Jungspunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht enden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings verlaufen, ist der beste Beweis. Die letzten sind erst durch die Fenster gesprungen. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteams so anstrengend? Was? Nun ja, nein, 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 nein! Nicht im geringsten! Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteams konnte leicht nicht sein! Tja, tja, ich wünschte, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr eine Kunst gründen wollt. Hihihihi. Hihihihi. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir! Oh, stimmt etwas nicht? Kommt, hierher! Beeilt euch bitte! War die Tür immer gruselig. Dies ist die untere Gildenebene 2. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Zur Anmeldung bitte hier entlang. Kommt bitte mit! Folgt mir! Wow, wir sind im zweiten Untergeschoss und man kann trotzdem nach draußen sehen. Oh, bitte, Ruhe jetzt. Die Gilde ist in die Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Nun stehen wir vor der Kammer des Gildenmeisters Puddeluff. Das auf keinen Fall. Ich wiederhole, auf keinen Fall. Die Gildenmeister gegenüber respektlos. Auf keinen Fall! Gildenmeister, hier sind Plauderei, genau. Hier ist Plauderei, ich komme herein. Gildenmeister, ich bringe zwei Pokémon, die Lehrlinge in unserer Gilde werden möchten. Gildenmeister? Gildenmeister? Hi! Oh, Hallöchen! Ich bin Puddeluff. Ich bin der Meister der Gilde. Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann auf geht's! Als erstes müssen wir den Namen eures Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet... Oh, der Name des Teams. Fuck. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Welchen Namen willst du denn gut finden, Nightmare? Das nehme ich immer Team Nightmare. Das ist jetzt schlecht. Verdammt! Okay, das erste Beste, was du siehst,
Luna! Wie wär's mit dir, Pussy? Tee, Luna? Ach. Wieso nicht? Das kann ich der Katze ja wohl mal gönnen. Jetzt will ich Team Wambo nehmen, aber ich glaube, Team Wambo ist auch nicht so wirklich. Ja, keine Ahnung, das kann man ja auch ändern. So, bitteschön, Pussy. Luna? Team Luna! Was weiß ich? Das ist der gute Name. Er passt zu uns. Dann hätten wir das. Ich registriere eure Team und die Namen Luna. Registriere. Alles registriert. Mein zweiter Mal wäre Chico gewesen. Erwähnen Sie dich hier, der das mitkommentiert. Aber da finde ich Luna noch besser. Alles registriert. Luffy! Glückwunsch! Ab heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch dies hier. Schon Luffy, bereich ein Pokémon Erkundungsteam Kit. Pokémon Erkundungsteam Kit? Yep, jedes Erkundungsteam braucht eins. Schnell, macht es auf! Bitte veröffentlicht das Pokémon Erkundungsteam Kit. Darin sind ein Erkunderorden, eine Wunderkarte, ein Schatzbeutel. Und ein Schatzbeutel. Hey, da sind auch schon Items drin. Das ist euer Erkunderorden. Er ist das offizielle Erkundungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Schlecht. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Darüber wart ihr auf, was ihr in Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam erfragt habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Er ist einfach, ein wundervoller Beutel. Das ist mein Blick in euren Schatzbeutel. Das ist ein Blick in den Schatzbeutel. Es ist ein Defense-Stall drin. Es ist ein Silberband drin. Das sind zwei besondere Items. Sie werden euch auf euren Abenteuern sicherlich von Nutzen sein. Danke, wir werden unser Bestes geben. Ja, aber im Moment seid ihr nur Lenny. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir! Lass uns immer unser Bestes geben, Nightmare. Woohoo! Yay, Stroh. Das ist euer Raum. Super, wir bekommen Betten. Ja. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Steht frei auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Hört nicht lange auf, geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Ich werde euch in der Nacht beobachten. Hi, Mond. Oh, du bist noch wach, Nightmare? Ich hatte heute die ganze Zeit Herzrasen. Da bin ich mir froh, dass ich mich halt nicht hergetraut habe. Ich hätte mir Kündel voll gruselig vorgestellt, aber er scheint sehr freundlich zu sein. Aber morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Langsam werde ich müde. Geben wir morgen unser Allerbestes. Okay, Nightmare, gute Nacht. Nee. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, das ist ziemlich aufregend, in einem Erkundungsteam zu sein. Und ich habe viel Spaß mit Plimper. Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Weil Baum! Ich bin auch müde. Tja, es bringt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich für das erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich den Dingen sicher auf den Grund. Wie gesagt, weil Baum! Das ist doch nicht meine Standardantwort. Hey, hopp, ich will speichern! Ich kann das nicht speichern. Naja. Also dann, werden wir die Gilde in die Luft jagen? Ich glaube, das müssen wir doch hinkriegen. Oh Mann, mein Verlangen, alles in die Luft zu springen, krieg da. Tipp für Erkundungsteams! Du kannst dein Spielschneider speichern, indem du dich zu deinem Bett begibst. Ja, speichern, Bett. Okay. Das kann ich mir noch merken. Am nächsten Morgen! Hey! Hey hier! Raus aus den Federn! Mir brummt der Schädel. Was für eine lächerliche alte Stimme. Mir ist fast das Trommelfell geplatzt. Ich hätte bei einem Wecker-Tick mal die gleiche Wirkung. Wieso seid ihr noch im Bett? Wacht auf! Oh, mein Armohorn. Das kenne ich irgendwoher. Na los, raus aus der Falle! Ich bin Kakelo. Ich bin auch ein Lehrling. Wenn ihr zu spät zum mörderlichen Einweise kommt, werdet ihr es bereuen! Also los! Unser Gildemeister Kundluft ist sehr temperamentvoll, wenn ihr ihn reizt. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Oh, Backe! Aber wie auch immer! Ich werde mir keinen Ärger anhalten, weil die Neulinge zu spät kommt! Also kommt in die Gänge! Ich hätte echt meine Wecker-Tick noch die gleiche Wirkung. Ich bin deswegen mal aus dem Bett gefallen. Wenn ich diesen Wecker gecast habe. Oh, meine Ohren klingeln immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas von aufstehen? Oh ja! Wir haben uns ja bei der Knurluftgitter als Lehrlinge eingeschrieben. Aber das heißt ja... Ah, wir haben verschlafen! Wir müssen uns beeilen, Nightmare! Panik! Hi. Ihr verspätet euch, Neulinge! Kusch! Du hast eine geradezu lächerlich laute Stimme. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildenmeister, die Gilde ist komplett anwesend. Miep. Vielen Dank, Gildenmeister. Wenden Sie sich bitte an die Gildencrew.
Ja, so geht's mir auch jeden Morgen. Okay, mein Knüttellauf überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Ja, er wirkt hellwach. Ich, seine Augen sind offen, aber er schläft tief und fest. Vielen Dank, Meister. Wir alle schätzen deine weisen Worte. Okay, Pokémon, nehmt euch das Skin Meisters weise Worte zu Herzen. Okay. Und vergesst nicht den gewöhnlichen Jubelruf. Alles zusammen. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Eins, nicht mit, bleh. Ihr habt einen Anfang. Nicht den Plan sagen. Zwei, willst du greifen, müssen wir dich schleifen. Drei, mit einem Lachen werden wir es machen. Oder mit einem miesen Gesichtsausdruck. Okay, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! Yay! Kreis, 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 meine Standard-Strategie. Yep. Hey, ihr habt ihn nicht einfach so rumzuspazieren. Komm mal mit, ihr zwei. Folgt mir. Mann! Jetzt habe ich irgendwie mein Bild von Vortrag zerstört. Ach, schön. Ihr seid Anfänger, wir geben euch zum Anfang einen Auftrag. Das ist das Job-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen ihr Jobangebote aus. Ihr wisst, dass du seit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, weil der Fluss der... Weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und darauf tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Der Fluss der Zeit gerät durcheinander. Zeit, also Stunden und Minuten. Also das heißt nicht, irgendwas wird mit der Zeit schiefgegangen. Und deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Was geht hier nur vor? Weil warum? Genau, weil die Zeit aus dem Recht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran. Wir haben einen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Und dann ist da auch noch was. Man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons! Mystery Dungeons? Also, Nightmare! Erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliktkommen zurückgeholt haben? Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und enthält andere Items. Wenn du in einem Dungeon kampfunfähig bist, verlierst du all dein Geld. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Mysteriös. Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Tja, du bist ganz gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung um einiges. Alle Jobs finden im Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch aussuchen. Ah ja, vielleicht dieser. Oh, wirklich? Lass uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ein Gnob ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen, mit meiner kostbaren Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist. Da, wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einem, auf einer felsigen Klippe befinden. Und diese Klippe, sie soll sehr gefällig sein. An einem so furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, liebe Leser, wäre diese Freund nicht zu dieser Klippe zu gehen, meine Perle zu holen? Ich flehe eure Hilfe, Erkundungsteams. Von Freund. Moment mal. Wir sollen nur ein Item holen, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerliches tun. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden. Solche Sachen. Kusch! Oh Mann! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Jetzt pass auf! Ich wiederhole meine Warnung, damit ihr sie auch behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr verliert dann all euer Geld und womöglich auch die Hälfte eurer Items. Oder mehr. Seid lieber vorsichtig. Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vorher euren Job in Angriff. Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spangs stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich da einen wirklich gefährlichen Ort an. Wir sollten vorsichtig sein. Wir geben unser bestes, Nightmare. Nö. U1. Du und dein Partner könnt jetzt hier ein Item halten. Mit dem Schatzbeutel könnt ihr nun auch 16 Items in eurem Inventar aufbewahren. Items wie zum Beispiel ein Band wirken nur, wenn sie gehalten werden. Nutze die Menü unter Items, die auf dem geben, um dieses Item weiterzugeben. Okay, das war Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Part 2. Danke fürs Angucken.